immer kurz ein paar Minuten erlaube ich mir, uns in Erinnerung zu rufen, was wir beim letzten Mal so versucht haben zu erarbeiten im Zusammenhang der Idee des Erkennens. Darüber haben wir eben im Abschnitt Lehrsatz sehr stark gesprochen, dass die Idee dasjenige als das Erkennen ausführt, dass sie sich selbst durchdringt im Modus des sich selber angemessen Werdens. Und dabei aber eine große Frage übrig bleibt, die Anreicherung, können Sie gerade von der absoluten Idee her auch sagen, in die Idee des Guten finden werden zunächst, die natürlich ebenso wie die Idee des Erkennens und die Idee des Lebens bereits die absolute Idee ist. Erinnern Sie sich, wir haben Sie ja, wie gesagt, das ja selbst in der absoluten Idee, wir haben Sie ja nicht mehr mit einem Überfließen, einem Übergehen und sonstigem zu tun. Das können Sie in der absoluten Idee fast gegen Ende 569 nachlesen, wo er sehr stark darauf hinweist, dass es jetzt um ein reicher und konkreter Werden des Logischen jeweils geht in der Idee. Und 569 ebenso spricht er auch von einem Sich-Verdichten der Logik. Diese natürlich vorstellungshaft auch genutzten Begriffe markieren sehr stark den Übergang, an dem wir jetzt stehen, oder Übergang ist natürlich das falsche Wort, die Konkretion, an der wir jetzt stehen, nämlich das, was Hegel da die Idee des Guten nennt, zunächst, die zugleich in die absolute Idee sich konkretisiert, aus ganz bestimmten Hinsichten, und die werden wir jetzt versuchen zu heben, insofern die absolute Idee ja ähnlich wie Hegel in Bemerkungen über die Logik insgesamt sagt, zugleich wohl das Schwierigste und das Einfachste der Wissenschaft der Logik darstellt, nämlich die Logik selbst, das sagt er ja auch an mehreren Stellen drüber. Also wir stehen, wie gesagt, am Ende des Lehrsatzes, der dem Begriff der Idee als einer sich selbst gemäß werdenden Idee, als das Erkennen, das sich da allgemein durchdringt und sich, wie wir das letzte Mal versucht haben zu sagen, die eigene Handlungsanweisung darstellt, nochmal gesagt. Also die Allgemeinheit des Erkennens besteht darin, dass es nicht eine Handlungsanweisung zu irgendetwas oder zu etwas Bestimmtem ist und auch keine bestimmte Handlungsanweisung, auch nicht die der Handlungsanweisung, selbstverständlich, auf die man sie einfach reduzieren könnte, sondern dasjenige, das sich schlichtweg selbst die Handlungsanweisung gibt, und das wird gerade im Zusammenhang der absoluten Idee noch sehr viel klarer werden, die ja auch die Einheit der theoretischen und praktischen Idee, wie Hegel es auch nennt, darstellt. Wenn Sie sich also erinnern, wir stehen am Ende des Erkennens in dieser Prozessdynamik des sich selbst gemäßwerdens des Logischen. Also je nachdem, wie sich, erinnern Sie sich, mit der Bestimmung des abstrakt allgemeinen, unbestimmten hin zur Definition mit der spezifischen Differenz im Erkennen, die sich zugleich dann erfährt, immer schon als ein eingeteiltes der Einteilung, also die Definition bleibt nur so lange Definition, solange sie meint, gleichsam von einem Abstraktpunkt anfangen zu können, und man eben schreibe in der Philosophie definiere Doppelpunkt oder es sei gegeben Doppelpunkt oder so etwas, und diese Form der Gegebenheit, der Definiertheit etc. ist aber bereits selbst eingeteilt sein, wie Sie sich erinnern, ja, die Form der Definition selbst natürlich, also die Frage, die Sie dann anschließen können, wenn wir im Erkennen definierend vorgehen, dann wie ist denn das Definieren definiert? Und da macht das Definieren die Erfahrung, hoppla, es fasst sich schon immer von einer vorausgesetzten Eingeteiltheit seiner selbst im Erkennen her auf, indem es sich überhaupt immer schon als Definition bestimmt hat, ohne darüber selbst eine Definition zu geben. Und wenn es das nämlich tut, ist es bereits Einteilung geworden im Erkenntnismodus und nicht mehr bloß Definition. Das heißt, es einverleibt sich logisch, gleichsam synthetisch, seinen eigenen Unterschied oder seine eigene Bestimmung. Also wann immer Hegel auch Unterschied sagt, können Sie auch Bestimmung dafür sagen. Also seine eigene Definition gehört immer selbst an, wodurch es Einteilung wird und wodurch die Frage, könnten Sie sagen, entsteht, naja gut, und wie ist denn dann die Definition selbst und mit ihr alles Definierte, das lassen wir jetzt beiseite. Was ist denn die angemessene Definition der Definition?
Denn wir können natürlich viele Definitionen geben, viele spezifische Unterschiede von allgemeinen festlegen, aber in dieser Frage entsteht sofort, mutatis mutandis, um ihre Zwischenschritte dann, die Frage der Angemessenheit zunächst. Also die Erfahrung, die das Erkennen von sich selber macht, dass es stets in eine Dynamik der Selbstmaßgabe verflochten ist und dass es stets mit sein eigener Gegenstand, sein eigenes Objekt ist. Und was heißt es für das Erkennen, sein eigener Gegenstand zu sein? Es heißt nichts anderes, als die Frage zu stellen, was ist denn das angemessene, das dem Erkennen angemessene Erkennen des Erkennens selbst? Nicht was das Erkennen ist, kann das Erkennen nicht erkennen, das kann schon erkennen. Aber dass das so ist, kann das Erkennen nicht abschließend erkennen. Also das Erkennen kann aus seinem eigenen eingeteilt sein in sich selber, Sie können auch sagen, aus seinem eigenen bestimmt sein durch sich selber, nicht hinaustreten. Und deswegen steht das Erkennen immer in der Frage seiner Selbstmaßgabe. Das Erkennen genau dies bedeutet, sich in den Worten, die wir damals benutzten, als die eigene Handlungsanweisung vollständig in sich zu integrieren und sich so wirklich auch in Hegels gebrauchtes Terminus auf den Begriff zu bringen, da das sich vollständig in sich integrierende, der Begriff respektive der Begriff als Schluss, dann natürlich ist, auch ontologisch betrachtet wird es so Begriff, das heißt, da ist es halt kein Ding und kein Gegenstand mehr oder so, so kann es sich auch definieren, einteilen, bestimmen und Lehrsätze von sich machen. Ja. Aber vollkommen zu sich selbst kommt es als Begriff, aber diese Dynamik selbst und diese Bewegung selbst, in der hat sich das Erkennen immer schon verfangen, als eine der Weisen, der pluralen Weisen natürlich, aber dennoch der Weisen dieser Dynamik. Und welche Rolle spielt das Gute jetzt dabei, wenn wir gesagt haben, das Erkennen stößt darauf, dass es in einer Dynamik der sich selbst Angemessenheit aufgefangen ist oder der, wenn Sie es positiver formulieren, nicht nur dessen, dass es sein eigener Maßstab ist, sondern dass es im Prinzip nichts anderes ist als die Handlung seiner absoluten Selbstintegration. Also Sie können von außen, in anderen Worten, mit Hegel niemals sagen, was Erkennen überhaupt bedeutet, denn das Erkennen ist dieses absolut Selbstintegrative, das seine eigene auch Bedeutung, wenn Sie mit diesem vielschichtigen Begriff hier arbeiten wollen, erst selbst aus sich heraus erkennt und erkennen kann. Das heißt, sowas wie eine Metatheorie des Erkennens ist von dieser Stelle aus unmöglich. Natürlich, da eine Metatheorie des Erkennens selbst ein sich in sich als seine eigene Handlungsanweisung integrierendes Erkennen bedeutet. Sie könnten dasselbe Spiel an irgendwelchen Gegenständen durchspielen natürlich, die Ihnen dann, erinnern Sie sich, wiederum zu einem mechanischen Objekt werden, wiederum zu einem Zentrum werden. Dieser ganze Weg war natürlich der auf das Erkennen hindrängende Weg. Und jetzt sind wir an dem Punkt da, dass Erkennen sich auch zum Inhalt seiner selbst machen kann. Ja, geradezu zeigt, Erkennen ist dasjenige, das absolut, das sich zu seinem eigenen Inhalt machen ist. Im Prinzip ist nämlich, entsteht erst durch die Erfahrung, die das Logische macht, als das Erkennen einer Selbstmaßgabe, einer Selbstangemessenheit, dem Logischen die Dimension, dass alles, das nicht in dieser absoluten Selbstangemessenheit integriert oder selbstintegrativ ist, ein dieser Selbstmaßgabe ermangelndes oder im Begriff der Welt eine unwirklichere Welt als das absolut sich selbst angemessen ist. Sie wissen ja, er benutzt ja dann nicht nur den Begriff der Unwirklichkeit der Welt, sondern er benutzt auch den Begriff des Mangels, er benutzt den Begriff der Negation natürlich. Also das sind alles Spielarten dieses sich nicht angemessen Seins der Idee. Die ganze Logik hindurch schon ist die Idee in einer Phase der Unangemessenheit je zu sich selber. Dieses ihrer selbst ermangeln können ist, könnten Sie sagen, das Gute. Also das Gute ist nichts anderes als das Seiende, die Welt wie es sonst auch nennt, in diesem Trieb nach sich selbst erst noch nicht wahr sein kann. Und so hängt es mit dem Erkennen zusammen. Denn gerade dadurch, dass der Inhalt als ein Unangemessener auftreten kann, kann er überhaupt als ein Unangemessener bestimmt sein. Oder in anderen Worten, kann als ein Nicht-Guter, noch nicht sich selbst angemessen gewordener Inhalt bestimmt werden oder selbst Inhalt des Logischen. Das heißt, wenn Sie hier vom Guten lesen, müssen wir sehr stark
unsere üblichen Konnotationen von einem moralisch guten oder sowas. Das ist natürlich eine Spielart davon. Ja? Das, also Hegel versucht das nicht wegzudiskutieren hier, aber diese Auslegungen und Perspektiven eines bloß irgendwie moralisch guten oder so etwas müssen wir zunächst einmal beiseite lassen, denn das Gute ist nichts anderes als das sich absolut selbst angemessen sein Könnende zunächst und das zugleich von sich selbst zeigen kann, dass es in einer Unangemessenheit zu sich selber steht. Das geht zurück bis in die Idee des Lebens. Erinnern Sie sich, wo er sagt, ja, das Leben wird jedem erkennen als ein absolutes Geheimnis erscheinen, ein unlösbares Rätsel und solche Begriffe benutzt er da. Genau diese Erfahrung, die das Erkennen macht, genau dieses unlösbare Rätsel ist das Gute. Das heißt, Sie können in anderen Worten sagen, alles, was uns bisher als Objekt in der Objektivität aufgetreten ist, war bereits das Gute, aber noch als ein Rätsel, noch als ein Geheimnis, das sich jetzt herausgestellt hat, was es eigentlich war. Nämlich das Drängen auf sich selber hin, dieser Trieb, von dem er da spricht. Ja, wo er dann sagt, das Gute, nicht wahr, das will sich triebhaft realisieren, Seite 542 oben, über den Begriff des Willens. Und diese Dynamik, dass das Erkennen das tun kann, das ist der Wille. Oder das Gute. Oder das Praktische. Er benutzt verschiedene Begriffe dafür. Der Wille ist tatsächlich die Idee, die sich verwirklicht. Und nicht umgekehrt wie das Erkennen, die Idee, die die Wirklichkeit, was immer das auch jetzt bedeutet, zu sich macht. Erinnern Sie sich, das hatten wir schon beim Leben, diesen Modus des absoluten Zu-sich-Machens, des Zu-sich-Machens. Das war die Bestimmung des Lebens zugleich, das Lebendige, das darin seinen logischen Stand hat, dass es ein pures, mächtiges, könnten Sie fast sagen, Zu-sich-Machen ist, als das Allgemeine des Lebens. Und jetzt hat sich das ins Gegenteil, unter Anführungszeichen, jetzt hat sich das um seinen negativen Aspekt erweitert, indem das Gute als Wille genau darin eine Bestimmung hat, dass es sich zum Wirklichen macht und nicht das Wirkliche zu sich. Und im Grunde ist es so, dass also die Tatsache, dass das Erkennen in einer logischen Dynamik seiner Selbstmaßgabe steht, das Gute ist. Also die Tatsache, dass das Erkennen immer in einem Grad an Angemessenheit oder in einem Grad an Selbstbestimmtheit auftritt, ist bereits das Gute an ihm, oder Sie könnten vice versa sagen, das Gute ist, dass das Erkennen Pluralität des Erkennens ist. Also dass wir nicht nur von dem Erkennen, sondern von Erkennen im Plural sprechen können, seien es Definitionen, Einteilungen, analytisches Erkennen oder sonst etwas. Das ist dabei völlig gleichgültig. Also dass das Logische das überhaupt tun konnte, was es da tut, also dass es sich selbst seine eigene Maßgabe zu werden imstande ist, von Beginn an der Wissenschaft der Logik, das ist das Gute. Das ist dieser Wille, von dem er hier spricht. Und wenn Sie jetzt eine Auskunft darüber haben wollen, wieso er hier auch Wille sagt, wieso er gerade hier an dem Punkt, ich habe es kurz zitiert, Seite 542 oben, wo er sagt, der Begriff ist als das Gute der Zweck, der sich durch sich selbst geben und ausführen will. Dann ist das Gute bereits als Wille jetzt betrachtet nichts anderes als dies, dass, wie wir es letztes Mal hatten, das Erkennen etwa in der Abstraktion des Analytischen auch stehen bleiben kann. Dass das Erkennen das tun kann, dass es also freies Handeln ist, das sich zugleich nicht selbst erreichen kann und etwa in der Abstraktion stehen bleiben kann, in der Definition stehen bleiben kann und welche Weisen des Erkennens sie überhaupt plural unterscheiden, das ist das Gute, das ist der Wille des Erkennens. Das ist das, was wir in der Idee des Lebens das sich durchsetzen nannten. Wenn Sie es vereinfachter sagen wollen, das Erkennen hat darin den Willen, dass es auch nicht das Erkennen sein wollen kann. Das heißt, es kann in seiner absoluten Selbstbestimmung auch irgendwo zwischendrin stehen bleiben, ganz einfach. Weil das Erkennen nicht darin belehren kann, über sich hinauszugehen. Dass es das tun kann, ist der freie Akt seines Wollens. Hegel spricht ja am Ende der absoluten Idee vom Entschluss, dass das Erkennen die Entscheidung, den Entschluss trifft, über seine endlichen Formen hinauszugehen und mutatis mutandis Philosophie zu werden, das ist selbst der Wille, der sich hier in Anschlag bringt. Also als dies, dass sie sich dazu entschließt, zu erkennen oder eben vom Erkennen abzustehen. Dass sie sich entschließt, sich zu bestimmen oder das halt nicht zu tun. Oder
wie das Gute sagen kann, nur bis zu einem gewissen Grad zu tun und gar nicht zu seiner Selbstangemessenheit durchdringt und gar nicht gleichsam erkennt, dass es eine eigene Dynamik der eigenen Selbstangemessenheit ist, sondern eben etwa im analytischen Erkennen stehen bleibt, ganz einfach. Also die Frage, die wir dort gestellt haben, auch das letzte Mal, wie kommt es eigentlich dazu, dass das analytische Erkennen synthetisches Erkennen wird? Das ist der Wille, der das entscheidet, der sich zum synthetischen Erkennen bestimmt. Also wir haben es hier nicht mit einem Willen zu tun, der gleichsam sowas wie eine Auswahl aus Optionen wäre oder sowas, dass man sagt, okay, nehme ich heute Bier oder Wein oder so, das hat nichts mit spekulativem Willen zu tun, diese Überlegung anzustellen, sondern hier geht es um die prinzipielle Entscheidung, wie sich das Erkennen und damit der Begriff selbstbestimmt in seiner Selbstbestimmung und inwieweit er darin eintritt, seine eigene Selbstmaßgabe zu werden darin oder eben nicht. Also dass das Logische sich von sich selbst auch trennen kann, sich selbst unangemessen werden kann, seiner selbst ermangeln kann. Der ganze Schmäh, den wir die ganze Logik überhaupt, das ist wiederum seinem Wollen geschuldet. Nämlich die Einsicht in die Güte der Idee und nicht nur die Wahrheit der Idee. Also die Einsicht darin, dass der gleichsam mit der Idee mitbestimmt ist, dass sie das alles tun kann, dass sie ursprünglich bestimmt ist. 542 Mitte sagt das vielleicht noch sehr viel schöner. Der erste Satz des nach dem Absatz in der Mitte auf Seite 542. Diese in dem Begriffe enthaltene, erstens, ihm gleiche, also dem Begriff gleiche, und die Forderung der einzelnen äußerlichen Wirklichkeit in sich schließende Bestimmtheit ist das Gute. Genau diese drei Positionen haben wir da wieder, die wir im Erkennen schon hatten. Sie könnten da auch Definition, Einteilung und Lehrsatz sagen. Sie könnten aber auch die drei Figuren des Schlusses hier drin natürlich wieder erkennen. Das Gute wird hier als die Bestimmtheit bestimmt, die die Forderung ihrer Einzelheit mit umfasst. Oder die Forderung ihrer absoluten Selbstangemessenheit, könnten Sie sagen. Denn das ist das Einzelne. Aber wenn Sie sich daran erinnern, dass das Einzelne im Begriffsteil der Begriffslogik schon als das sich gegen sich selbst unablässig Verlierende, der Verlust seiner selbst, sagt er dort an der entsprechenden Stelle, bestimmt, bedeutet das zugleich, dass hier beide dieser Dimensionen zusammengenommen sind. Das Gute besteht darin, dass vom Einzelnen her jetzt gesagt, dass das Einzelne in dem Akt sich selbst absolut angemessen ist, da es sich selbst verliert. Und das Gute ist genau diese Handlung, die wir nochmal auf Seite 542 Mitte gesagt, die Forderung ihrer eigenen Einzelheit umfasst. Und das ist zugleich das, was in der absoluten Idee dann auch die Persönlichkeit sein wird. Und dieser Einzelheit gegenüber ist alles, das nicht es selbst als Einzelnes ist, unangemessen, nicht in seinem Begriff. Aber darum angereichert ist, dass Selbstintegration der Logik immer zugleich bedeutet Selbsttranszendenz der Logik. Und dass beides die Logik ist bereits die absolute Idee, denn das Gute wäre, dass sich gegen sich selbst verlieren können zum Behufe des sich das eigene Maß sein Könnens des Logischen. Also das Gute, in anderen Worten, wenn Sie es mit dem Begriff des Schlechten, des Bösen, des Mangelhaften, des Negativen sonst irgendwie in Beziehung setzen wollen, das Gute ist selbst das Negative. Das Gute ist selbst seine eigene Ermangelung. Hin zu sich nämlich. Das ist der Punkt hier, den er mit diesen Begriffen Trieb, Forderung und so weiter nicht müde wird zu betonen. Oder in anderen Worten wiederum, wie er auf 545 in der Mitte dann sagt, nicht oben wie vorhin, die praktische Idee ermangelt der theoretischen, sagt er dort. Und dieses Ermangeln können ist selbst die praktische Idee. Die ersten Passagen in der Idee des Guten, wenn Sie die lesen, das ist das, was er dort immer mit einem absolut reinen Für-sich-Sein der Idee des Guten meint. Das Gute an der Idee ist, dass die Idee ursprünglich schon durch genau diese Dynamik bestimmt ist, ihrer selbst, und das nicht nachträglich von einem Erkennen konstruiert werden kann, sondern das Erkennen stößt bloß darauf, dass das so ist, indem es auf sich selbst stößt.
Und das ist etwas, das Sie auch auf der Seite 546 etwa danach lesen können, dass das Gute eigentlich immer schon das war, was wir das Objekt nannten in der Objektivität, der subjektiven Logik. Also das, was da das Objekt war, das sich dann weiter zum Mechanismus, Chemismus und zum Zweck und so weiter bestimmte, das war eigentlich immer schon das Gute. Und da auf Seite 546 können Sie eben dann nachlesen, wo Hegel sagt, alles andere ist diesem eigentlichen Objekt, dem eigentlichen Guten, eine unvollkommene Wirklichkeit, bei der es aber auch stehen bleiben kann. Das Gute weist sich an jeder dieser Bestimmungen zugleich aus, nämlich als der Entschluss der Bestimmung, ganz einfach gesagt. Und es ist zugleich aber die Dynamik, dass das Bestimmen qua Erkennen das tun kann. Also erinnern Sie sich, die Idee ist dieses unablässige Iodem Actu der gesamten Logik, und daran sehen Sie es wieder. Und das, was ich jetzt gesagt habe, nämlich, dass das Gute sowohl in seiner für sich seienden jeweiligen Bestimmung auftritt, als Erkennen, das eben auch irgendwo stehen bleiben kann, und zugleich die Gesamtrahmung dieser ganzen Dynamik und Logik ausmacht, das ist zugleich die Bestimmung, die es in die absolute Idee bereits übergeführt hat. Wenn Sie da auf die Zeilen 3 und 4 schauen, wo es heißt, weil das Erkennen hier sich nur als Auffassen weiß, als die für sich selbst unbestimmte Identität des Begriffs mit sich. Sie könnten sagen, diese für sich selbst unbestimmte Identität des Begriffs mit sich, dass das Erkennen sich als diese wissen kann, ist wiederum das Gute. Das heißt, das Gute ist die absolute, auch ontologische Selbstpluralisierung der Logik in mannigfache, ja unendliche Weisen, das heißt gerade der Selbstangemessenheit der Logik. Auch die Wissenschaft der Logik selbst ist so etwas, indem er uns ja darauf hinweist, das ist allerdings schon der Übergang jetzt in die absolute Idee, dass das Gute eine komplett eigene Sphäre gegen das Erkennen ist, insofern das Erkennen nur eine Weise der Selbstmaßgabe des Guten ausmacht zugleich. Aber, und das ist der springendste Punkt jetzt, aber zugleich die eine ausgezeichnete Weise des sich an sich anmessenden Guten, die Hegel das Allgemeine nennt. Und die deswegen alle anderen Weisen zu durchdringen imstande ist. Aber selbst nur eine dieser Weisen ist. Das ist zusammenzudenken im Sinne der absoluten Idee. Es ist das Erkennen zugleich diejenige Weise der sich an sich anmessenden, nämlich guten Idee, die imstande ist, das alles zu durchdringen. Und das ist zugleich der Übergang in die absolute Idee bereits. Insofern die absolute Idee genau darin besteht, dass die Logik zugleich die Logik ist und zugleich bloß eine Weise der Idee, wie Sie sich da auch belehren lassen können. Diese Zugleichheit ist die absolute Idee. Also Sie haben eine mannigfache Pluralität der Bestimmung, deren eine auch das Erkennen ist, aber das Erkennen dabei zugleich die allgemeine aller ist, die es eben im Stand setzt, alles zu durchdringen. In anderen Worten, dass sich auf sich selbst, sich als die eigene Maßgabe angelegte Gute ist. Auch dass das Gute sich als das Gute erkennt, ist natürlich eine Bestimmung, die nach ihrer Selbstmaßgabe zu befragen ist wiederum. Und dann entsteht das ganze Spiel des Erkennens wieder erneut. Was sind denn die vollkommensten, sich durchdringendsten Weisen des Erkennens, sich zu erkennen in all dem? Oder in noch anderen Worten, das Erkennen ist die Negativität aller Weisen, durch die das Gute seine eigene Selbstmaßgabe ist. Dazu weise ich Sie auf die Stelle hin, Seite 543 oben sagt er das. Die Selbstbestimmung, nämlich im Sinne der Idee des Guten, die Selbstbestimmung nach dem Strichpunkt ist wesentlich Besonderung. Da die Reflexion des Willens in sich als negative Einheit überhaupt auch Einzelheit im Sinne des Ausschließens und des Voraussetzens eines anderen ist, das kennen wir eh. Die Besonderheit des Inhalts ist jedoch zunächst unendlich durch die Form des Begriffs, dessen eigene Bestimmtheit er ist und der in ihm die negative Identität seiner mit sich selbst hiermit nicht nur ein besonderes, sondern seine unendliche Einzelheit hat. In anderen Worten, das Gute hat darin seinen Bestand, dass es nicht als diese Selbstmaßgabe, von der ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, nicht eine Selbstmaßgabe hinter den Wolken wäre, mit der die sogenannte unwirkliche Welt nichts zu tun hat, sondern jede Besonderung, und das ist genau das Gute, dass es nur in seiner absoluten Selbstbesonderung auftritt,
Im Gegensatz nämlich zum etwa, erinnern Sie sich, analytischen, definitorischen Erkennen und so weiter, das genau der Versuch ist, des Guten, können Sie jetzt sagen, sich als ein Allgemeines gegen seine Besonderung zurückzuhalten. Deswegen wird Ihnen das Erkennen ja dann als analytisches Erkennen ein völlig unbestimmtes, genauso wie der Gegenstand dann ein unbestimmter ist, den Sie dann zergliedern müssen und so weiter. Und den Sie dann als Gegebenes voraussetzen, etc. Das ist bereits alles Entscheidung, Entschluss, wie Hegel sagt, des Guten gewesen, so unter Anführungszeichen so zu erkennen. Da das Gute die Tatsache ist, dass das Erkennen unendlich, immerzu und absolut seine eigene Selbstbesonderung ist. Also Sie können über das Gute gar nicht im abstrakt allgemeinen Sinne der Reflexionsallgemeinheit, die er da auch kritisiert, sprechen. Sondern das Gute ist dies, dass das Einzelne, von dem er ja hier am Ende des Satzes gesprochen hat, dass das Einzelne seine absolute Selbstmaßgabe ausführt in sich selbst. Also es ist nicht so, dass das Einzelne ein abstrakt hinter den Wolken befindliches Gutes erreichen solle oder müsste, sondern das Einzelne in seiner Selbstermangelung ist bereits vollkommener Vollzug des Guten. Nicht als ein gleichsam wiederum abstrahiert logischer Prozess, den wir dann das Gute nennen und den wir dann über alles einfach ausschütten oder sowas, sondern jedes, das ein Selbst ist, ist der Vollzug des Guten. Darin ist es ein Selbst. Nur der Punkt ist, denn das ist genau der Übergang in die absolute Idee, was hat denn dann diese Rede von der Angemessenheit überhaupt noch für einen Sinn? Die hat nur so lange einen Sinn, solange wir nicht beim absolut Einzelnen angekommen sind. Denn das ist das absolut Selbstangemessene, nämlich das insofern absolut Selbstangemessene, und hier passt das Wort absolut sehr gut, insofern es sich von dieser Logik der Selbstmaßgabe loslöst, als das Einzelne. Das Gute verbirgt eben das in dieser logischen Selbstmaßgabe hinweg von der Selbstmaßgabe zur absoluten Einzelheit derselben, dass wir da oben sagt auf Seite 550, das Logische der absoluten Idee auch eine Weise derselben genannt werden kann. Aber indem die Weise eine besondere Art, und hier haben Sie das Gute, aber indem die Weise eine besondere Art, eine Bestimmtheit der Form bezeichnet, so ist das Logische dagegen die allgemeine Weise, in der alle Besonderen aufgehoben und eingehüllt sind. Und hier geben Ihnen die Pluralität der Maßgabenlogiken des Guten und die Idee des Erkennens als das Allgemeine in diesen Maßgabenlogiken, also dasjenige, dass die Maßgabenlogik sich selbst das Maß gibt und als Erkennen bestimmt, das geht uns in eins zusammen. Und das ist die sich selbst in ihrem Verlauf ausführende Methode des Logischen. Eben dies, dass das Logische sich gegen sich selbst verunmittelbart oder in anderen Worten im Vollzug seiner Selbstmaßgabe stets etwas tut, unter Anführungszeichen, stets etwas tut, dass es als das Logische auf seinem jeweiligen Standpunkt eigentlich nicht tun können dürfte. Und dieser logische Rest, der ihm da übrig bleibt, das ist die neue Unmittelbarkeit, die es auf jeder Stufe generiert. Zugleich. Dasjenige, das eigentlich auf der jeweiligen logischen Stufe sich als logisch, ja je nachdem auf welcher Stufe sie stehen, unmöglich erweist, sich als das logisch andere erweist, sich als das Nichtsein erweist und so weiter. Je nachdem auf welcher Stufe sie stehen, wir sprechen hier eben nur mehr von Besonderungen. Wir können nicht allgemein sagen, was das Unmittelbare ist, und genau das ist das Unmittelbare. Dass wir das nicht können. Diese logische Unmöglichkeit stets wieder herzustellen, also ich sage jetzt mal Unmöglichkeit dazu, ich kann auch Negation dazu sagen, es ist ganz egal, also es kommt eben auf die logische Stufe an. Dieser stete Prozess, das ist die Idee bereits in allem, dass sich selbst verunmittelbaren der Logik gegen sich selbst als absolut sich selbst angemessenes, und hier haben Sie genau diese beiden Seiten, die er auf Seite 450 hier dann im Kerne packt, der Methode, dass das Logische auf jeder Stufe sich selbst absolut angemessen wird und zugleich nur insofern sich selbst angemessen wird, als es sich als Unmittelbares zugleich verunmöglicht auf jeder Stufe. Und diese Doppeltheit, das ist das Einzelne selbst. Das ist es, dass auf jeder logischen Stufe die gesamte Logik enthalten ist.
aber als je das Einzelne ihrer selbst und damit zugleich als Verlust ihrer selbst in neue Unmittelbarkeit hinein oder als Negation ihrer selbst. Und so spinnt sich halt die Methode dialektisch fort. Sie könnten also mit der absoluten Idee sagen, die besteht aber jetzt abstrakt gesagt darin, dass alles die Idee ist und zugleich nicht die Idee ist. Aber das bedeutet halt für sich betrachtet noch nichts. Genau, entscheidend, also wenn Sie das auf Seite 550 können Sie das nachlesen, da spricht er eh sehr stark über das, was wir jetzt gerade auch gesprochen haben, gleich oben im ersten Satz, wo er sagt, das Logische der absoluten Idee, also das gesamte Logische, kann auch eine Weise derselben genannt werden, also eine Weise der absoluten Idee, aber indem die Weise eine besondere Art, eine Bestimmtheit der Form bezeichnet, so ist das Logische dagegen die allgemeine Weise, in der alle Besonderen aufgehoben und eingehüllt sind. Das ist ein ganz entscheidender Satz über die gesamte Wissenschaft der Logik. Das können Sie jetzt dann eh weiterlesen, das ist natürlich auch von theologischen Bestimmungen her zu verstehen, wo er dann sagt, die Logik stellt daher die Selbstbewegung der absoluten Idee nur als das ursprüngliche Wort dar. Auf das Wort sich beziehend, da sagt er ja eben dann weiter auch auf derselben Seite verbleibend, als Wort verschwindet sie stets wieder, die absolute Idee. Das ist eben ja das Formgeschehen des Logischen selbst. Die Logik ist zugleich allgemein absolute und bloß eine ihrer eigenen Weisen. Das ist die Dynamik der absoluten Idee. Also das Logische ist eine seiner Weisen und zugleich allgemeine Weise der Weisen. Dass das so ist, das tritt etwa 552, können Sie das nachlesen. Der Satz beginnt auf 551. Sie, also die Methode, wie er es dann nennt, sie ist darum die Seele und Substanz. Und irgendetwas ist nur begriffen und in seiner Wahrheit gewusst, als es der Methode vollkommen unterworfen ist. Also genau dem, was Hegel hier ausführt, dieses zugleich Selbstweise zu sein und allgemeine Weise. Und jetzt geht es aber weiter. Sie, die Methode, ist die eigene Methode jeder Sache selbst, weil ihre Tätigkeit der Begriff ist. Also wir haben keine allgemeine, abstrakte Bestimmung der Methode, sondern die Methode ist das sich absolut Individuierende und Konkretisierende des Logischen. Und diese Pluralität, die Fähigkeit zu dieser Pluralität stammt ja aus der Idee des Guten. Die ist diese Pluralität. Das vom Erkennen vice versa allgemein, aber negativ durchdrungen wird. Und das Erkennen ist die Negation in all diesen Graden und Bestimmungen. Deswegen ist es zugleich überall dabei und eben die allgemeine Weise des Logischen, die aber zugleich nur eine Weise ist, weil es sich als Negation und Negativität der Bestimmungen eben von diesen Bestimmungen her bestimmt. Und deswegen, wie er sagt, die je eigene Methode jeder Sache selbst ist. Was denn die Methode ist oder was die Methode heißt, ist ihr Verlauf selbst, wie er auf Seite 551 zu sagen hat, dass jedes Bestimmte zugleich die Bestimmtheit ist und zugleich auch nicht natürlich. Oder in anderen Worten, dass jedes Bestimmte, das Einzelne, von dem er hier ja auch spricht, nichts Geringeres ist als die Wissenschaft der Logik. Wir halten nochmal fest mit dieser Seite 55 oben was, ja, diesen Satz, den ich vorher zitiert habe, das Logische der absoluten Idee kann auch, ich lese ihn nochmal vor, denn der ist so der Kickoff für das Kapitel absolute Idee. Das Logische der absoluten Idee kann auch eine Weise derselben genannt werden als Methode, aber indem die Weise eine besondere Art, eine Bestimmtheit der Form bezeichnet, so ist das Logische dagegen, und das ist jetzt wichtig, in der Bestimmtheit der Allgemeinen. Es ist die allgemeine Weise der Weisen zugleich, in der alle besonderen Weisen aufgehoben und eingehüllt sind. Schauen Sie auf Seite 55 ganz unten, wo er sagt, die Methode kann zunächst als die bloße Art und Weise des Erkennens erscheinen und so weiter. Das kann sie tun. Das ist genau die Freiheit, zu der sie die Idee des Guten befähigt, nämlich oder ihr Wille, können Sie sagen, der Wille der Methode ist das. Sie kann zunächst als irgendeine Art und Weise auch auftreten, denn das ist ihre Artheit und Weisheit zugleich, dass sie das tun kann. Und dass sie die Methode selbst ist, ist sie selbst zugleich als Art und Weise, nämlich des Logischen. Aber angereichert darum, dass das Logische die allgemeine Art und Weise der Arten und Weisen ist zugleich, nämlich die in ihnen allen aufkommende negative Art und Weise. Oder in anderen Worten, wie er auf Seite 552 oben sagt, dasjenige, dass die Methode, die eigene Methode jeder Sache selbst ist.
Dies ist auch der wahrhafte Sinn ihrer Allgemeinheit, sagt er nämlich. Also der wahrhafte Sinn ihrer Allgemeinheit ist dies, dass sie Methode jeder Sache selbst ist. Und nicht ein Abstraktum über oder so etwas. Denn nur nach, lesen wir weiter da, denn nur nach der Reflexionsallgemeinheit wird sie nur als die Methode für alles genommen. Sie können auch Verstandeslogik hier sagen oder so. Nur nach der Verstandesreflexion ist die Methode eine Methode von allem. Also wenn Sie sagen, ja, oder wenn wir sagen jetzt mit der Wissenschaft der Logik, ja, die absolute Idee ist halt das, dass die Methode in allem ist oder so, dann betreiben wir bloß Reflexionsphilosophie. Denn was die Methode ist, bestimmt sich an jeder Sache selbst. Die ganze Wissenschaft der Logik hat sich immer wieder auszuweisen. Nach der Allgemeinheit der Idee demgegenüber, sagt er weiter, ist sie sowohl die Art und Weise des Erkennens, des subjektiv sich wissenden Begriffs, als die objektive Art und Weise oder vielmehr die Substantialität der Dinge. Beides ist die Methode. Sie ist also absolut bestimmtes Einzelnes zugleich und nicht irgendeine Methode von allem bloß. Deswegen kommt Hegel hier ja zu den abschließenden Bestimmungen, naja, was ist denn dann über die absolute Methode überhaupt noch zu sagen? Was geschieht denn da eigentlich, wenn die Idee den willentlichen Idee des Guten, den willentlichen Entschluss fasst, sich zu logifizieren und damit erkenntnismäßig zu durchdringen. Das, vice versa müsste ich nämlich sagen, das Erkennen ist der Wille, der sich durchdringt. Der durchdringt sich eben nicht als bloßer Wille, sondern als das Erkennen. Also nicht nur der Wille ist das Erkennen, das sich zu sich entschließt, sondern das Erkennen ist der Wille, der sich durchdringt. Das ist beides ein und derselbe Akt, das Wollen und das Erkennen. Nämlich ein und derselbe Akt der Methode. Was macht denn die Methode dann eigentlich aus? Dieses An- und für sich Bestimmtsein des Begriffs führt er dann halt ja auch aus, nicht wahr? In den drei Bestimmungen, die wir in der absoluten Idee noch vorgeführt haben. Wo er dann sagt, naja, deswegen ist die erste logische Kategorie der Anfang, der uns dann vor Augen steht, dabei erstens dann auf Seite 553. Das, was die Methode hiermit ausmacht, sind die Bestimmungen des Begriffs selbst und deren Beziehungen, die in der Bedeutung als Bestimmungen der Methode nun zu betrachten sind. Also jetzt betrachtet der Begriff in den Bestimmungen der Methode. Es ist dabei erstens von dem Anfange anzufangen. Naja, die erste Bestimmung der Methode ist damit nichts anderes als dies anzufangen. Also der Anfang der Logik selbst war bereits die absolute Idee. Und dass die Logik sich, und nicht nur die Logik, dass das Bestimmen sich anfangen kann, das ist zugleich die Logik. Also hier wird das Anfangen selbst zu einer logischen Kategorie, zu einer logischen Handlung erklärt. Deswegen ja ab Seite 553 folgend eben sagt, nur das Denken kennt überhaupt ein Anfangen in allem. Also den Modus anzufangen ist selbst bereits das Denken. Und überhaupt den Anfang zu thematisieren. Wenn man Hegel fragt, wie er dazu kam, die Wissenschaft der Logik zu formulieren oder niederzuschreiben, dann wäre es aus dieser Perspektive die Antwort, weil ich das wollte. Ja, also und zwar im logisch-spekulativen Sinne von Wille natürlich. Ja. Denn das ist die Mitte im Schluss gewesen, das was er hier als den Anfang bestimmt einerseits. Zwei andere Weisen werden auch noch kommen. Und der sich eben zugleich erschließt, das ist der Punkt, weil auf Seite 554 können Sie sich sofort weiter darüber belehren lassen von Hegel. Unten geht das los, wo er dann sagt, ja, der Anfang hat somit für die Methode keine andere Bestimmtheit als die, das Einfache und Allgemeine zu sein. Und dann fügt er aber weiter hinzu, dies ist selbst die Bestimmtheit, wegen der er mangelhaft ist. Also der Anfang hat das Problem, dass er bloß als das Allgemeine bestimmt ist, des Anfangenden. Wieder dasselbe Spiel. Das Allgemeine ist stets schon besondertes Allgemeines. Das Definieren ist stets schon Eingeteiltes. Das Erkannte ist stets schon Gewolltes. Und so weiter. Deswegen ist es bereits die Besonderung des Allgemeinen, überhaupt einen Anfang zu machen. Also sie hat sich in anderen Worten von einem Allgemeinen her schon besondert. Dass sie sich natürlich als Logik selber ist, das macht das Proprium des Logischen aus. Das Allgemeine oder das Besondere, dass sein eigenes Allgemeines zu sein imstande ist. Also das, was Hegel einen Anfang nennt in der absoluten Idee, ist genau diese sich selbst generierende Unmittelbarkeit.
der gegenüber sich das Logische, ich habe das mal dennoch genannt, ja, das, der Begriff, den Begriff mache ich dafür recht gern, der gegenüber sich das Logische dennoch frei durchsetzt, gerade indem es sich nämlich verunmittelbart gleichsam auf der jeweiligen Stufe verunmöglicht. Gerade dadurch gibt es sich die Potenz, sich erst als die neue Stufe gegen sich durchzusetzen, methodisch. 568 Ohm sagt das, wo er sagt, zunächst können schon solche Anfänge wie Sein, Wesen, Allgemeinheit von der Art zu sein scheinen, dass sie die ganze Allgemeinheit und Inhaltslosigkeit haben, welche für einen ganz formellen Anfang, wie er sein soll, erfordert wird und daher absolut und so weiter als erste Anfänge gelten. Aber das kann eben so sein, nur der tatsächliche Anfang ist der Anfang selbst. Dass eigentlich die Idee unablässig in den Bestimmungen des Logischen anwesend ist. Das ist die Methode, dass das so ist. Das ist die Absolutheit der Idee selbst, dass das so ist. Oder die Freiheit der Idee. Die deswegen, man, das können Sie ja eh dann nachlesen, auf Seite 556 lesen Sie das, die deswegen, das ist die zweite Bestimmung, zugleich aus diesem sich selbst besonders verallgemeinernden Anfangen heraus ja, ihr eigener Fortgang und ihre eigene Entwicklung ist. Das ist die zweite Bestimmung auf Seite 556 der Methode. Die konkrete Totalität, welche den Anfang macht, hat als solche in ihr selbst den Anfang des Fortgehens und der Entwicklung. Wäre die zweite Bestimmung der Methode dann, neben der des Anfangens. Wir können jetzt auch nicht sagen, wir etwa in unserem Zwiegespräch über das Anfangen gerade, dass die allgemeine Bestimmung der ersten Bestimmung der Methode das Anfangen wäre. Das ist bereits selbst eine Besonderung wieder, es als das Anfangen zu bestimmen. Aber zugleich ist es diejenige Besonderung, die sich allgemein durch alle Besonderungen durchzieht. Sie alle fangen an. Aber zugleich ist das Anfangen nur eine von ihnen. Und sie sind nicht alle auf das Anfangen zu reduzieren. Sie sind alle vollständig konkret durch sich selbst durchbestimmt. Das ist die Methode. Jedes Bestimmte hat sein absolutes, eigenes, logisches An und für sich sein. Und zugleich aber durchdringt sie alle die Methode in mehr oder weniger angemessener Weise. Genau dieses Verhältnis, das wir gerade besprechen, nennt er die Dialektik. Er selbst mokiert sich ja schon darüber, dass mit diesem Begriff so viel Schabernack getrieben wird. Ja? Also dass man da meint, Dialektik wäre irgendeine Art sophistische Begriffskünstlerei oder irgendeine rhetorische Begabung oder sowas, dass man halt Dinge möglichst komplex darstellen kann oder sowas. Davon will er den Begriff Dialektik sehr stark befreit wissen, ihn so einzuschränken oder zu verballhornen. Prinzipiell ist mit der Wissenschaft der Logik Dialektik auch nicht diese Sache mit These, Antithese, Synthese oder so. Also so ein starres Begriffsgebälk wieder zu konstruieren und zu sagen, ja, das legen wir jetzt über jedes Bestimmte drüber, funktioniert eben nicht. So läuft die absolute Idee nicht, könnten Sie unter Anführungszeichen sagen, das ist nicht die absolute Idee, das ist bloß eine urteilslogische Reflexionsallgemeinheit, die sich hier ausprobiert in Hegels Worten oder Verstand. Die eigentliche absolute Methode hat es mit jeder Sache selbst zu tun. In ihrem absolut konkreten Eigenwert, könnten Sie jetzt auch von der Idee des Guten her sagen, oder in ihrer absolut konkreten Selbstangemessenheit, in der sie auftritt, oder aus seinen anderen Begrifflichkeiten her gesagt, in ihrer Persönlichkeit. Deswegen taucht der Begriff ja hier immer wieder auf, der Persönlichkeit, die sich ihre eigene absolute Idee ist. Darauf kommt es an. Ihre eigene Methode ist. Dass sich die Methode nicht nur in jeder gleichsam logischen Bestimmung, sondern als jede logische Bestimmung neu anfängt und zugleich weiterentwickelt. Das ist dieser wunderschöne Passus 570, haben Sie das, springen wir kurz halt dorthin, macht auch nichts. 570 Mitte, ja, sehr, sehr schön und zur Abwechslung mal kurz sagt der erste Satz des Absatzes, auf diese Weise ist es, dass jeder Schritt des Fortgangs im Weiterbestimmen, indem er von dem unbestimmten Anfang sich entfernt, auch eine Rückannäherung zu demselben, nämlich zum Anfang ist. Dass somit das, was zunächst als verschieden erscheinen mag, das rückwärtsgehende Begründen des Anfangs und das vorwärtsgehende Weiterbestimmen desselben ineinander fällt und dasselbe ist. Denn die absolute Methode ist ihre Selbstpluralisierung, Selbstkonkretisierung, ja, wie Sie 569 kurz davor lesen können, in der Mitte, Selbstanreicherung. Fürs,
Fürs Erste, sagt er, bestimmt sich das Fortgehen dahin, dass es von einfachen Bestimmtheiten beginnt und die folgenden immer reicher und konkreter werden. Denn das Resultat enthält seinen Anfang und dessen Verlauf hat ihn um eine neue Bestimmtheit bereichert. Das Fortgehen trägt alles Erworbene mit sich und bereichert und verdichtet sich in sich. Der springende Punkt ist, dass nämlich in dem Anfangen und in dem in sich und gegen sich vorwärts, rückwärts, weiter bestimmen und begründen zugleich, Sie könnten auch sagen, in der Unmittelbarkeit und der Vermittlung, jetzt kurz und bündig ausgesprochen, sich zugleich ein Drittes nähert, das da macht, dass das Logische sich selbst so bestimmt hat. Die Dreiheit ist selbst das Dritte. Also das ist nicht eine äußerliche Aufzählung einfach, sondern dass es sich um diese Dreiheit handelt, das ist selbst das Dritte, das hinzukommt. Das nicht in der Unmittelbarkeit und nicht in der Vermittlung vollständig aufgeht. Das ist das, wo er dann immer so merkwürdig spricht, nicht wahr? Unendliche Kraft, schrankenlose Seligkeit, freie Liebe, so weiter. Also das ist die dritte Bestimmung neben Anfang und Weitervermittlung. Er nennt das Resultat oder er nennt auch die Wiederhergestelltheit auf Seite 566. Der Anfang ist jetzt nicht mehr nur ein unmittelbar aufgenommener Anfang oder ein besonderer Anfang, sondern er ist selbst Teil der Methode geworden oder die Methode ist selbst in ihrer absoluten Konkretion vorhanden. Und dass die Methode das gleichsam kann oder das, wie auf Seite 567 sagt, das System entsteht durch diesen Schritt. Das kommt als dieses Dritte herbei. Es wird geradezu, wenn Sie so wollen, durch Unmittelbarkeit und Vermittlung herbeigerufen. Wo er genau über den Anspruch der Überblickbarkeit und so weiter spricht, Seite 571 oben, der Satz, der beginnt mit die Ungeduld. So 10. Zeile ungefähr. Die Ungeduld, die über das Bestimmte, und jetzt kommt's, es heiße Anfang, Objekt, Endliches. Sehen Sie, er zählt das halt einfach irgendwie rhapsodisch auf jetzt an diesem Punkt. Es heiße Anfang, Objekt, Endliches oder in welcher Form es sonst genommen werde. Nur hinaus und unmittelbar sich im Absoluten befinden will, hat als Erkenntnis nichts vor sich als das leere Negative, das abstrakte, Unendliche, das selbst natürlich eine logische Bestimmung wieder ist in der Science-Logik natürlich. Oder ein gemeintes Absolutes, das ein gemeintes ist, weil es nicht gesetzt, nicht erfasst ist. Erfassen lässt es sich nur durch die Vermittlung des Erkennens, von der das Allgemeine und Unmittelbare ein Moment, die Wahrheit selbst aber nur im ausgebreiteten Verlauf und im Ende ist. Für das subjektive Bedürfnis der Unbekanntschaft und deren Ungeduld kann wohl eine Übersicht des Ganzen zum Voraus gegeben werden. Durch eine Einteilung für die Reflexion, die von dem Allgemeinen nach der Weise des endlichen Erkennens das Besondere als ein Vorhandenes und in der Wissenschaft zu Erwartendes angibt. Also genau so gehen wir dann vor, wenn wir eben so allgemeine Übersichten fordern. Doch gewährt dies mehr nicht als ein Bild der Vorstellung. Denn der wahrhafte Übergang vom Allgemeinen zum Besonderen und zu dem an und für sich bestimmten Ganzen, worin jenes erste Allgemeine selbst nach seiner wahrhaften Bestimmung wieder Moment ist. Also Sie sehen, dieses Allgemeine ist selbst wieder Moment, also dass wir da einen allgemeinen Überblick fordern, ist selbst wieder ein Moment in der wahrhaften Bestimmung. Dies ist jener Weise der Einteilung fremd und ist nicht und ist allein die Vermittlung der Wissenschaft selbst. Also wir kommen allein durch die Vermittlung der Wissenschaft selbst zum Allgemeinen, aber es ist eben ein Allgemeines des Besonderen und des Einzelnen auch und nicht ein Allgemeines des Reflexionsüberblicks. Und wenn es ein solches ist, was natürlich wiederum seine logische Stelle hat, dann hat es eben seine logische Stelle oder es ist, wie Hegel hier sagt, ein Moment. Und genau in diesem Zusammenhang kann er erst sich die Möglichkeit geben zu sagen auf Seite 572 unten, dass das Logische eben noch logisch ist. Und da wird es jetzt ein bisschen schwierig in der ganzen Konzeption, wo er da sagt 572 und zweitens ist diese Idee noch logisch. Also das Erstens, nur um es Ihnen nachzuliefern, das Erstens ist dies, dass die Logik halt reiner Begriff des Sich-Begreifens ist. Und zweitens fügt er dann aber bei, ist die Idee das noch Logische, weil sie durch ihr eigenes Angefangensein als Logik zugleich schon die Besonderung eines Allgemeinen ist.
zwar natürlich das Allgemeine, das besonderte Allgemeine, also es ist nicht irgendeine Besonderung, das Logische, sondern es ist das sich als das Allgemeine besondernde Allgemeine. Aber zugleich Besondertes. Und die Frage, die Hegel sich hier dann stellt, ist, wo er dann eben sagt, es findet hier eigentlich kein Übergang oder so mehr statt, sondern in einem Akt, freies Entlassen, sagt er da, in einem Akt hat sich das Logische zugleich besondert als allgemein Besondertes oder als besondertes Allgemeines. Das ist halt das, was er das Sich-Entlassen der Idee nennt. Nämlich insofern in die Natur, als sich die Idee aus der Natur zugleich her entlassen hat. Also die Logik, in anderen Worten, mit in Hegels Konzeption hat sich selbst den Boden dafür geschaffen und indem sie sich, ich habe sie schon mal so genannt, indem sie sich selbst als Methode den Boden weggezogen hat, als absolut subjektlos, wie er es nennt, zunächst aufzutreten, 573 sagt er das, die subjektlose Raumzeit, die als die subjektlose Raumzeit das Subjekt anfängt, nämlich die Logik. Aber nicht anfängt als gleichsam aus ihr abgeleitet, sondern als die Allgemeinheit dessen, das hier geschieht, als Methode zugleich. Und dass die Idee das tut, nicht nur getan hat, natürlich im theologischen Sinne, sondern auch tut, unablässig, das ist das, was er heute den Entschluss der Idee nennt, sich als Natur zu sich selbst zu bringen. Und das ist dann Geist. Oder ihre Selbstevolution zu sein. Die Logik hat sich die Natur gegen sich selbst wiederum als die eigene logische Unmöglichkeit der Logik besondert, die dann aber wiederum nur zur Logik führt als die Natur in der Geistphilosophie letztendlich. Und dieser dialektische Fortgang wäre die Methode selbst dann, ja, dass sie eben nicht sagen können, sie halten entweder den Prozess der Idee des Guten fest, also den Prozess dieser eben selbst in sich maßlosen Selbstmaßgabe, die sich dann als das Erkennen erst das Maß gibt, ihrer selbst oder seiner selbst. Und sie können genauso wenig sagen, sie fangen bei irgendeiner Abstraktion des Erkennens an und sagen, gut, sie definieren mal, was Erkennen ist und dem machen sie dann alles Objektive wiederum gemäß, also genau das Umgekehrte, sondern genau der dialektische Zusammenhang dieser beiden Seiten ist erst die Methode der absoluten Idee. Und zugleich dies, und in diesem Vollzug kommt ihnen dann eben das, was er da gegen Ende dann ausführt, ab Seite 564, kommt ihnen dann erst die Wiederherstellung der Idee, wie er es dort nennt, das Resultat, sagt er auch, wo dann das System entsteht und so weiter, fügt er dann in den folgenden Seiten bei, als das dritte daher, wenn Sie so wollen. Ja, und daher sage ich, das habe ich die letzte Stunde schon gesagt, und daher sage ich natürlich aufgreifend seine Referenz da auf Seite 55 an das Wort, das ursprüngliche Wort, die ursprüngliche Äußerung, also das Johannesevangelium, das da im Hintergrund steht natürlich, und das dritte, das Ihnen da als ebenfalls aus dem Johannesevangelium als der Parakletos daherkommt, ja, der Herbeigerufene, der weder als Unmittelbarkeit noch als Vermittlung auftritt, sondern, wenn Sie jetzt so sagen wollen, als die Handlung der Persönlichkeit. Alle Arbeit, also des Begriffs können Sie sagen, der Idee, alle Arbeit ist nur auf das Ziel gerichtet und wenn dies erreicht ist, so sagt er etwas polemisch, so ist man verwundert, nichts anderes zu finden als eben dies, was man wollte. Achten Sie auf die Formulierung, als eben dies, was man wollte. Es gibt hier überhaupt keine Bestimmtheit, welche nicht flüssig wäre. Gerade also in der absoluten Idee dürfen Sie die Frage stellen, aber wer tut das denn? Oder was ist die Wahrheit? Ja. Nur im ausgebreiteten Verlauf und im Ende ist. Oder er wiederholt ja hier im Grunde das, was am Beginn, also in der Vorrede zur Phänomenologie bzw. zum System des Wissens sagt, dass das Absolute nur, also nicht als Anfang sozusagen angesetzt werden kann, sondern nur im Resultat begriffen werden kann. Eben unablässige, selbstrekurrente Selbstanschauung der Idee als Persönlichkeit. Also die Noes ist Noes, ja. Die auch hier irgendwie anspricht, die aber auch identifiziert mit dem, ja, von Persönlichkeit spricht.
also der Gottesbegriff der absoluten Religion. Wenn wir die Selbstanschauung der Idee in ihrer Freiheit ernst nehmen, dann ist diese Freiheit eben auch eine Freiheit der nicht nur unablässigen Selbstanschauung der Idee, sondern natürlich auch der wiederkehrend sich bereichernden Selbstanschauung der Idee und deshalb eben natürlich als die hegelische Wissenschaft der Logik eben selbst zugleich die und eine Weise, die Idee oder der Idee sich anzuschauen. Oder in anderen Worten, man kann es halt immer noch besser sagen oder noch anders sagen. Hier reden wir tatsächlich von einer Selbstanschauung, von einer tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes verstandenen Selbstanschauung der Ewigkeit natürlich, ja, die sich stets zu sich bringt. Aber eben um das dialektische Moment angereichert, dass diese Selbstanschauung der Ewigkeit nicht in dieser Reflexionsallgemeinheit aufhebbar ist zugleich. Da, wie Sie jetzt von der Seite wieder sagen können, da auch Hegel denjenigen angehört, die eingesehen haben, dass das Absolute nur insofern das wahrhaft Absolute ist, als ihm seine eigene Negativität angehört. Aber ich denke, das, was er sagen will, ist auf einfachere Weise oder auf plausiblere Weise kann man das formulieren. Ja, indem man etwa zum Beispiel die schlichte Frage stellt, was überhaupt macht ein Prinzip zu einem Prinzip? Ja, und dann bin ich, jedenfalls ich, sehr schnell bei der absoluten Idee. Ja, und da würde ich dann auch mit Hegel sagen, für sich. Ja, da muss man aber jetzt den Akzent auf das für sich legen in Paragraph 237. Für sich ist die absolute Idee die reine Form des Begriffs, die ihren Inhalt als sich selbst anschaut. Für sich. Ja, das ist dieser Schluss aus drei Schlüssen. Ja, oder die dreifältige Selbstvermittlung des Begriffs. Ein allgemeines, besonderes Einrichtung, das ich da Sinn, Repräsentation, Subsumptionsallgemeines nennen. Nein. Sinn allgemeines wäre das Allgemeine, das Subsumptionsallgemeine das Besondere und das Repräsentationsallgemeine das Einzelne. Ja, und dieser Schluss aus drei Schlüssen ist jeder von uns. Und so ist jeder, wenn Sie das theologisch deuten wollen, jeder ein Abbild des Absoluten. Und so besteht unser Gottesdienst darin, dass wir dieser Form und dem Anspruch, unter den uns diese Form mit dieses dreifältigen Schlusses stellt, dass wir dem gerecht werden in unserem Tun und in unserem Denken. Ja, und auch schauen, dass wir vernünftige Zustände realisieren. Ein Anspruch der theoretischen wie auch der praktischen Idee. Das ist theoretisch und praktisch zugleich. Und damit wären wir in der schrankenlosen Seligkeit. Da natürlich Hegel sehr wohl auch in der absoluten Idee hier schon darauf hinweist, dass dasjenige, dass das alle, dass, wenn Sie so wollen, das Geschehen all dessen ist, was ich gerade gesagt habe, die Person ist, die konkrete Person ist. Und nicht irgendeine Art von linearer Raumzeitauffassung oder sowas. Die ist höchstens, wenn dann höchstens, auch eine Form von Person. In seiner höchsten, konkretesten, reichsten oder vom Erkennen her gesagt angemessensten Form ist die absolute Idee Person. Unteilbares Individuum. Die Persönlichkeit ist die absolute Handlung der Idee. Also das ist nicht irgendetwas, dem die Idee gleichsam akzidentell zukommt oder sowas, sondern die Idee, die absolute Idee, wenn Sie fragen können, wie, was ist die, wie ist die, als was ist die, ontologisch jetzt gefragt, sie ist als Persönlichkeit. Dieser Zusammenhang, den Sie da auf Seite 55 lesen, der geschieht als die einzelne Persönlichkeit.
Also das sind Sie. Dann können Sie auf die Seite 549 blicken, wo er dann sagt, oben bin ich in der fünften Zeile, die absolute Idee ist der vernünftige Begriff, der in seiner Realität nur mit sich selbst zusammengeht, ist um dieser Unmittelbarkeit seiner objektiven Identität willen, einerseits die Rückkehr zum Leben, erinnern Sie sich, das Leben war nämlich das sich gegen sich selbst durchsetzen der Idee die ganze Zeit, aber sie hat diese Form ihrer Unmittelbarkeit ebenso sehr aufgehoben und den höchsten Gegensatz in sich. Also die absolute Idee ist der höchste Gegensatz in sich selbst zugleich. Also das ist nicht dann ein harmonischer Abschluss, der dann in sich ruht gleichsam. In sich selbst hat sie als ihre eigene Handlung ihren höchsten Gegensatz. Und jetzt kommt's. Der Begriff ist so, könnten Sie sagen, nicht nur Seele, sondern freier, subjektiver Begriff, der für sich ist und daher die Persönlichkeit hat. Und was bedeutet das? Lesen wir jetzt nach dem Bindestrich oder Gedankenstrich weiter. Der praktische, an und für sich bestimmte, objektive Begriff, der als Person undurchdringliche Atome Subjektivität ist, der aber ebenso sehr nicht ausschließende Einzelheit, sondern für sich Allgemeinheit und Erkennen ist und in seinem anderen seine eigene Objektivität zum Gegenstande hat. Alles Übrige ist Irrtum, Trübheit, Meinung, Streben, Willkür und Vergänglichkeit. Die absolute Idee allein ist sein unvergängliches Leben, sich wissende Wahrheit und ist alle Wahrheit.